Moin Leute, was geht? Heute ist mal wieder die erste Hochzeit und statt auf Instagram so ein paar doofe Stories zu machen, mache ich mal einen ordentlichen Vlog mit einer ordentlichen Kamera und nehme euch mit. Und ich glaube, das wird viel besser als die sonstigen Insta-Stories. Und ja, ich habe jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr aufgelegt. Ich bin, um es mal direkt zu sagen, nicht voll mehr drin. Heißt, ich muss jetzt erstmal meine gesamten Sachen durchsuchen, ob ich alles mit habe. Ja, im Prinzip alles neu packen. Das System noch mal wieder ein bisschen verstehen, was ich mir da vor Corona aufgebaut habe. Und dann gleich Tracks vorbereiten, weil es sind jetzt ein Jahr lang Tracks rausgekommen oder anderthalb Jahre lang, die ich nie aufgelegt habe, die ich noch gar nicht vorbereitet habe, die ich nicht in meiner Bibliothek habe. Die muss ich alle adden und oh, das wird noch ganz schöne Arbeit heute. Heute Abend ist die Hochzeit, aber kriege ich natürlich hin. Aber es ist jetzt 7.30 Uhr und jetzt geht's los. Yo, erstmal Tracks vorbereiten, meine Bibliothek ein bisschen updaten, weil wir sind jetzt 2 Jahre lang quasi im Blindflug gelaufen und es kamen Tracks raus, teilweise echte Hits und keiner hat sie gespielt in Clubs, in Partys dieses Landes, auf den Festivals oder sonst was. Und im Prinzip kennt man sie nur aus dem Radio und so die Szene-Hits, die haben im Prinzip auch nur die Szene mitgekriegt, die auf Twitch dabei waren, die DJs auf Twitch geguckt haben. Wie willst du es auch sonst machen? Ja, natürlich gibt es noch Spotify-Playlisten, viele haben Spotify-Playlisten gehört, Mainstage etc. Einfach so klubbigere Sachen, alles andere hat im Radio stattgefunden und schon echt traurig. Und ja, da muss ich ein bisschen updaten, ne? Um da wieder ein bisschen auf Zack zu kommen und den Leuten dann nicht die alten Schinken vorzuspielen. Ne? Das letzte Mal, als ich aufgelegt hatte, da war der größte Hit noch Jason Derulo mit Savage Love. Kann man immer noch spielen, ne? Aber das letzte Mal, als ich aufgelegt habe, war das der größte Hit. So, und der war da auch schon ein paar Monate alt und der lief am besten. Und ja, jetzt kann man sich denken, ja, man muss auch aktuelle Sachen spielen. Zum Beispiel jetzt Friday, ne, von Riton. Oder Majestics und Boney M. Rasputin wird, glaube ich, richtig gut laufen. Oder auch Purple Disco Machine mit Fireworks natürlich. Ja, den muss man natürlich auch spielen. Also, das sind unzählige Songs. Auch Business von Tiësto ist gefühlt schon ewig alt. Oder Jewel Corey, ne, mit ne? Das habe ich noch nie gespielt. Das ist doch irre, oder? Den würde ich gefühlt aktuell auf jeder Hochzeit spielen. Hätte ich wahrscheinlich die ganze Saison letztes Jahr gespielt. Oder und jetzt gibt es ja den nächsten Song schon mit Bad, ne? Mit David Guetta auch noch zusammen. Die kannst du auch spielen. Also die ganze Bib muss komplett überneuert werden. So, die letzte Zeit habe ich genutzt, um mein Auto schon mal einzuladen. Und noch damit fast fertig und gleich werde ich aber noch mal reingehen und ja, meine Haare stylen und scheiße, jetzt bin ich überlichtet. Haare machen, Rest noch einräumen und dann sollte das alles, ach ja, Batterien für die Kamera nehme ich auch noch mit. Und so sieht das Ganze dann eingeladen aus, bis unter die Decke. Und hier auch bis unter die Decke. Jo, ich bin fertig. Noch nicht ganz mit den Nerven, aber ist alles eingeladen. Und ich bin nochmal meine Checkliste durchgegangen und das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt geht's nach wie viel Städte und ich nehme euch mit. Gerade angekommen und ja, sieht gut aus. Hier ist schon ein Zelt aufgebaut. Und die beiden Namen hier sind auch schon auf einem Schild. Heißt, ich bin richtig. Hier, es gab hier zwei verschiedene Straßen diesen Namens. Einmal in Bad Zwischenahn und einmal in Wiefelstede. Und ja, bin aber richtig. Scheint so, als dass mein Aufbau hier ein bisschen mit der Zeremonie clasht. Ja, wenn die jetzt hier eine Stunde Zeremonie machen und ich nicht aufbauen darf, wird das ganz schön knapp mit dem Aufbau. Jo, das kann heikel werden. Die machen da jetzt Zeremonie mit Musik und Trauung und alles. Und wenn ich da jetzt mit Aufbau ankomme, wird das Ganze total clashen. Das hilft nichts. Ich muss das aufbauen, sonst haben die gleich keine Musik. Also muss ich möglichst leise aufbauen.
Das Equipment ist jetzt an seinem Platz und ich bin nicht der Lauteste hier, diese Hauptstraße. Ist definitiv lauter als ich gewesen. Und ja, jetzt muss ich nur noch aufbauen. Ich zeige euch mal den Haufen an Equipment. 18 Uhr, Anlage steht, Musik läuft, aufgebaut ist. Einziger Mehrwurfstropfen, ich kann euch das gleich zeigen, die vier Moving Heads, die stehen nicht, weil ich das iPad vergessen habe. Oh Gott, da verkaufe ich schon mal mein Clublichtpaket und dann muss ich die wieder einpacken, weil das iPad, mit dem steuere ich das. Und ja, ich bin noch nicht in der Routine, muss ich mal sagen, aber alles Wichtige ist natürlich am Start. Ich zeige euch mal das Set. Jo, jetzt habe ich mich auch schick gemacht und hier ist auch so ein kleines Dixie-Klo. Richtiges Klo haben wir hier nicht, ist ja alles privat hier und draußen. Und da haben die so ein Dixie-Klo hier aufgestellt. Ja, ich glaube, jetzt bin ich fertig und werde mich mal um die Musik kümmern. Und hier sieht man auch, wie meine Seifenblasenmaschine am Start ist. Und hinter dem Geschenketisch haben wir mal so Seifenblasen babbelt. Jo, ich sag gerade hier einen Tisch nach dem anderen an und dann kriege ich hoffentlich auch bald was zu essen. So, es gibt Essen und hier habe ich es mir hingepackt. Bisschen Lachs und Salat. Ja, der Nachtisch, der zieht sich noch ein bisschen. Aber hier gab es gerade ein Spiel und es wurde angekündigt, 5 weitere Spiele folgen. War aber zum Glück nur ein Spaß. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich nicht mehr getanzt heute. Aber ich glaube, die Leute sind gut drauf und haben auch schon ordentlich getankt. Es wird, denke ich, ein ganz guter Abend. Jo, die machen jetzt hier noch so ein Spiel. Ich habe eigentlich gesagt, kein Spiel nach dem Öffnungstanz, aber was willst du machen? Ne? Gleich gibt's Herzblatt. So, der läuft immer. Also heute geht sogar Deutschland. Ja, jetzt läuft hier Deutschrap. Kann ich nicht so gut aus, aber das Nötigste habe ich natürlich. Ich gehe aus dem Garten. So, Schlager läuft hier jetzt auch noch. Wir fahren nach Amsterdam. Es war klar, dass ich dich nicht halte.
auf der Tanzfläche. Na so, Leute, ich glaube, das geht ja langsam dem Ende zu. Verabschieden sich hier schon. Mal gucken, wie lange sie geht. Halb drei. Ich glaube, bis drei machen wir das. Bis drei ist gut. Morgen muss ich auch zu raus. Schaff ich schon. So Leute, ist gleich aus hier, letzter Song. Und ich tanze hier noch zu Deinen Lords. Jo Leute, es ist 3 Uhr und ich versuche jetzt meinen Rekord zu brechen. So schnell wie möglich ins Auto. Innerhalb von einer Stunde. Let's go. Jo, ich habe fertig abgebaut, aber in Rekordzeit. 5 vor ist es. Hallo, mach mal an hier. So, damit ich halbwegs zu sehen bin. Aber Props to Jolene. Also hier so ein super nettes Mädel hat mir hier noch geholfen, die Sachen jetzt hier ins Auto zu schleppen. Mega nett. Also das passiert mir auch öfter, dass die Leute sich dann noch zum Schluss anbieten, dem DJ, der als letzter noch nicht alles eingeräumt hat, weil er eine Stunde braucht, die Sachen zu schleppen. Mega cool. So, und jetzt fahre ich nach Hause und ich glaube, ich bin um 5 im Bett. Was cool ist, dann kann ich 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee, 10, 5 Stunden Schlaf habe ich dann. Bis 10, dann muss ich frühstücken und gleich wieder los um 11, um dann um 12 in Farge, Bremen-Farge zu sein, zur nächsten Hochzeit. Heftig. Ja. So, home sweet home. Und der Vorteil an der Vorteil daran, morgen eine Hochzeit zu haben, ist, man braucht das Auto nicht ausräumen. Das heißt, ich falle jetzt direkt ins Bett. Gute Nacht.